Tagesordnung. Vor einigen Minuten hatten sich bereits 40 Stadträtinnen und Stadträte eingetragen gehabt und damit haben wir die Beschlussfähigkeit erreicht. Aber zu diesen Punkten komme ich gleich. Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Gäste, und das muss man heute mal besonders betonen am Livestream, gestatten Sie mir, dass ich einige Worte zur Einführung in die heutige Sitzung sage, so wie wir es im Ältestenrat abgesprochen haben. Es wäre für alle keine leichte Entscheidung gewesen, dass wir die heutige Sitzung stattfinden lassen. Die zwischenmenschlichen Kontakte der Bürger in diesem Land sind auf ein absolutes Minimum heruntergefahren worden. Soziale Distanz heißt das Schlagwort der Stunde. Dennoch gibt es gute Argumente, dass die parlamentarische Demokratie in dieser Krise nicht phasenweise abgeschafft wird oder ausgesetzt wird. Heute beschließen wir über Punkte wie die Soforthilfe und dem neuen Klinikdirektor, die ja gerade für unsere Stadt von zentraler Bedeutung sind, um die Krise zu bewältigen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie unter diesen erschwerten Bedingungen heute an der Sitzung teilnehmen und so der Verwaltung die rechtlich sichere Legitimation für diese Schritte geben. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir gemeinsam auf unnötige Wortmeldungen und Debatten verzichten. Wir werden in den kommenden Tagen die Arbeit des Stadtrates an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen haben und weiter immer zu diskutieren haben. Das bedeutet, dass es derzeit keine beratenden Ausschüsse mehr geben wird und wir so die Anzahl und die Dauer der Sitzung auf ein absolutes Mindestmaß reduzieren. Gleichzeitig werden wir einen Vorschlag auf einen Sonderausschuss erarbeiten. Hier sollen vor allem Maßnahmen beraten werden, die direkt im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise stehen. Gute Erfahrungen mit einem solchen Ausschuss konnten wir schon nach den Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 sammeln. Das werden wir am Montag im Ältestenrat dann weiter besprechen. Meine Damen und Herren, das Coronavirus verändert das tägliche Leben weltweit auf eine nie für möglich gehaltene Art und Weise. Die Verwaltungsspitze hat einen Krisenstab gegründet, der die wichtigsten und dringlichsten Themen beständig und das täglich 7 Tage die Woche berät und Entscheidungen trifft. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich meinen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern danken, auch wenn die meisten es auch im Livestream verfolgen, denn auch da habe ich gesagt, wir beschränken unsere Teilnahme auf ein Minimum. Gleichzeitig hat der sogenannte Verwaltungsstab seine Arbeit aufgenommen, damit wir bei einem Katastrophenalarm sofort in den Stabsstrukturen handlungsfähig sind. Ich erlebe tagtäglich, dass große Teile der Beschäftigten in der Verwaltung mit großem Engagement an unserer Seite stehen. Es gilt, die wichtigsten Dienstleistungen der Stadt auch weiterhin anzubieten, aktuelle Probleme der Bürgerinnen und Bürger zu lösen und trotzdem die Gefahr von Ansteckungen und Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Am Bürgertelefon und den Social-Media-Teams werden fast rund um die Uhr Informationen weitergegeben. Und da kommen jeden Tag, sagen wir mal, alleine im Bürgertelefon, damit Sie mal so ein Gefühl haben, 500 bis 700 Anrufe rein. Hier werden Ansprechpartner vermittelt und nicht selten auch Seelsorge betrieben. Auch unsere Erzieherinnen und Erzieher in der Notbetreuung sorgen dafür, dass die kritische Infrastruktur weiter existieren kann. All diesen Kolleginnen und Kollegen gilt gerade jetzt mein ausdrücklicher Dank. Die Pandemie hat in Deutschland und auch in Dresden ihren Höhepunkt nicht erreicht. Wir werden erst in den kommenden Tagen und Wochen wissen, ob unsere Maßnahmen tatsächlich greifen. Die größte Last tragen die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Ganz vorneweg danke ich deshalb unserem Gesundheitsamt, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast Unmenschliches leisten und noch über Monate werden leisten müssen.
Und natürlich denken wir jetzt vor allem auch an all die Ärzte, an das Pflegepersonal in unseren Krankenhäusern und Heimen, an die Verantwortlichen in Kliniken und Stationen und die vielen freiwilligen Helfer. Dankeschön. Ich möchte mit einem letzten Satz enden, die wie ein Leitfaden für die kommenden Wochen gelten kann. Diesen Satz haben Fans der SG Dynamo Dresden auf einem 60 Meter langen Banner geschrieben. Dresden hat es oft gezeigt, in der Not hilft nur Zusammenhalt. Auch diese Krise werden wir überstehen. Danke an alle, die täglich alles dafür geben. Steigen wir ein in die Sitzung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie nochmal zur neuen Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode. Ich stelle die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Wie ich schon vor uns gesagt habe, es hatten sich vor einigen Minuten bereits 40 Mitglieder des Dresdner Stadtrates eingetragen gehabt. Und wir hatten im Vorfeld im Ältestenrat besprochen, dass wir versuchen, bitten, an der rechtlichen Basis ist nicht, dass circa die Hälfte jeder Stadtratsfraktion hier vertreten sein soll, um auch da das Ansteckungsgefahr zu verringern. Und deswegen sage ich erstmal ganz herzliches Dankeschön an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie sich daran gehalten haben und eben wirklich die Zahl deutlich reduziert haben. Und wir sehen ja auch schon, dass wir es versucht haben, in der Bestuhlung sehr aufgelockert gestaltet zu haben, sodass sie in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht noch zusätzliche Gefahren ausgesetzt werden. Nun zum Ablauf der Tagesordnung. Wie bereits im Ältestenrat angekündigt, nehme ich die Tagesordnungspunkte 2 bis 6, 9, 9, 10, und 12 bis 14 von der Tagesordnung. Außerdem zusätzlich den Tagesordnungspunkt 8, hier gibt es Auflösung Treuhandvermögen. Dieser Tagesordnung ist nicht so dringlich, dass er zwingend heute behandelt werden muss. Und nach der Ältestenratssitzung und Ihren Fraktionssitzungen sind zwei Änderungsanträge eingereicht worden, wo ich es auch zur Risikominimierung für sinnfällig gehalten, dass wir diesen Antrag oder diese Vorlage, Tagesordnungspunkt 8, nochmal in den federführenden Ausschuss zurücküberweisen, wo dann die Änderungsanträge diskutiert werden sollten, im dann deutlich kleineren Kreis und wir dann einen vielleicht neuen oder eben bestätigten federführenden Ausschussbericht dann erneut vorgelegt bekommen. Das würde heißen, zusammengefasst, wir würden nur noch die Tagesordnungspunkte 7, 11, 15 und 17 heute behandeln. Und von der Reihenfolge her schlage ich Ihnen vor, zunächst die öffentlichen Punkte, das heißt 7, 11, 17 zu behandeln und im Anschluss dann den einen nicht öffentlichen Tagesordnungspunkt Nummer 15. Ich bitte Sie, wenn möglich, auf Redebeiträge zu verzichten und ansonsten diese kurz zu halten, dass wir, wenn wir gut sind, vielleicht in einer halben Stunde, maximal aber in einer Stunde auch die Tagesordnung bewältigt haben. Ich würde gleich nach Abstimmung über die Tagesordnung einen Verfahrensvorschlag hier auch offiziell damit eingebracht haben, wie wir es im Ältestenrat vorbesprochen haben, der muss dann auch abgestimmt werden, dass sofern es Redenotwendigkeiten dennoch gibt, diese Redebeiträge abweichend zu unserer sonstigen Regelung in der Geschäftsordnung auf 2 Minuten begrenzt werden. Ich frage dann gleich noch ab, ob es dazu Gegenredebedarf gibt und ansonsten würde ich das dann zur Abstimmung stellen. Wie Sie sehen, haben wir auf die Konferenzanlage verzichtet, um auch hier damit den Saal nochmal großzügig gestalten und natürlich auch Gefährdungen auch von der Technik
für sie zu minimieren. Wir würden heute die Abstimmung deswegen mit Handzeichen machen und dann entsprechend auszählen. Auch das soll nochmal dazu dienen, die Gefährdung für sie so klein als möglich zu halten. Soweit erstmal zum Ablauf meinerseits. Und jetzt darf ich fragen, gibt es Wortmeldung, Anträge zur Tagesordnung? Bitte schön. Ankündigen, dass wir bei Punkt 7 zwar nicht reden wollen, aber unser Abstimmungsverhalten kurz erklären möchten. Und ich beantrage, Punkt 11 zu vertagen. Wir sehen da keine dringliche Notwendigkeit, dass wir die Satzung heute beschließen. Nach unserer Auffassung würde da der Stadt kein Schaden entstehen. Nur damit ich es richtig verstehe, in 7 würden Sie Ihren Redebeitrag damit erstmal zurückziehen, sodass wir es ohne Debatte machen können, würden dann nur Ihr Abstimmungsverhalten erklären. Okay, gut, verstanden. Und ansonsten ist 11 Vertagung beantragt. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? Ist nicht der Fall. Dann würde ich zunächst fragen, gibt es zu dem Geschäftsordnungsantrag 11 zu vertagen noch eine Gegenrede? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer in 11 für die Vertagung ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Haben alle gezählt? Und Enthaltung, ja, Entschuldigung. Wir wollen zur Vollständigkeit. Und 2. 2 Enthaltungen, 11 Ja, 31 Nein, 2 Enthaltungen. Damit wäre das nicht angenommen. Dann darf ich fragen, ob so, wer so der Tagesordnung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Damit müsste es einstimmig mit wie viel? Mit 43 Ja-Stimmen wäre es die Tagesordnung damit bestätigt worden. Damit würde ich als nächstes noch den Geschäftsordnungsantrag, wenn wir Redebedarf haben, auf 2 Minuten die Redezeit zu begrenzen, zur Diskussion stellen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Herr Schulte-Wissermann, Herr Dr. Schulte-Wissermann, so viel Zeit muss sein. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen hier, wir haben jetzt sowieso nur noch 4 Tagesordnungspunkte, von denen 3 sehr wahrscheinlich einfach so durchflutschen. Wenn es allerdings Redebedarf gibt, auch bei Corona, wir sind jetzt hier alle schon hier hingekommen, wir haben uns alle einem gewissen Risiko ausgesetzt, ob wir jetzt hier noch 2, 3 Reden hören, 5 Minuten oder nicht, macht, glaube ich, den Kohl nicht fett. Also ich würde sagen, wir sollten von der Tradition 5 Minuten Redezeit zu haben, nicht abweichen. Antrag ist eingebracht, Gegenrede ist erfolgt. Nun kommen wir zur Abstimmung. Wer für 2 Minuten Redezeit ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? 3 insgesamt. Stimmenthaltungen? Keine. Also 3 Gegenstimmen, keine Stimmenthaltung und 39 Ja-Stimmen wäre das so angenommen. Damit steigen wir jetzt ein in die Tagesordnung und ich darf zunächst den Punkt 7 aufrufen, der jetzt ohne Debatte wäre, wenn sich jetzt kein Widerspruch nochmal erhebt. Also darf ich damit den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.
Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann ist, ist die Vorlage mit 33 Ja-Stimmen bei keiner Nein-Stimme und 10 Enthaltungen angenommen. Und wir hatten den Hinweis, dass eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten jetzt kommt. Bitte schön, Herr Breuer. Danke. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, bei mir dauert es jetzt keine 2 Minuten. Wir haben den Antrag nicht abgelehnt, weil wir natürlich nicht verhindern wollen, dass die Schulen saniert bzw. gebaut werden. Wir halten allerdings die Verteilung der Fördermittel für ungerecht. Die freien Träger werden da zu stark berücksichtigt. Sie bekommen 19,9 Millionen, das sind 4 Millionen mehr, als ihnen nach der Anzahl der Schülerzahl zustände. Ich finde, das ist ungerecht und die Stadt kommt damit der Verantwortung für ihre eigenen kommunalen Schulen nicht ausreichend zur Genüge. Es wäre auch möglich, die freien Träger mit weniger als den Maximalförderungsbetrag von 60% zu fördern. Es ist irgendwie so, wer am lautesten schreit oder am schnellsten, der bekommt das meiste Geld und das finden wir nicht in Ordnung. Deshalb könnten wir nicht zustimmen. Soweit die Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Nummer 11, kurz die Friedhofssatzung. Hier liegt ein Änderungsantrag der AfD vor, der jetzt hier eingebracht werden kann. Herr Wiedemann, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, liebe Bürger. Aus gegebenem Anlass möchte ich mich kurz fassen und den vorliegenden Änderungsantrag der AfD-Fraktion einbringen. Wir sind generell mit der Überarbeitung der Satzung einverstanden. Wir werden der Vorlage auch zustimmen. Dennoch stört uns die vorgesehene Änderung der Satzung hinsichtlich der Regelung zu Fahrrädern. Die vorgesehene Änderung des § 6 Absatz 3 zukünftig das Befahren der Friedhöfe auf Fahrrädern zu gestatten, zumindest auf den asphaltierten Hauptwegen, stößt auf unsere Ablehnung. Jeder hat sich auf Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Fahrräder stören aus unserer Sicht die Würde des Ortes. Das Befahren von Friedhöfen mit Fahrrädern wird von vielen Personen jetzt schon als Störung vorgenommen oder wahrgenommen. Ich bitte Sie daher, unseren Antrag zuzustimmen und das Befahren der Friedhöfe mit Fahrrädern auch zukünftig gänzlich zu unterbinden. Vielen Dank. Soweit die Einbringung des Änderungsantrages. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung, haben zunächst den Änderungsantrag, den gerade Herr Wiedemann für die AfD eingebracht hat. Wer dem Änderungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Bei 2 Enthaltungen, da hinten war noch eine. 11 Ja, 31 Nein, bei 2 Enthaltungen. Wer damit hat keine Mehrheit bekommen. Wir kommen damit unverändert zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht der SUK. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, bei 2 Enthaltungen keiner Gegenstimme und 41 Ja-Stimmen wäre die Friedhofssatzung so bestätigt worden. Damit kämen wir zum Tagesordnungspunkt 17, die Fachförderrichtlinie der Landeshauptstadt Dresden, Soforthilfen zur finanziellen Unterstützung von Kleinstunternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern.
die von der Corona-Pandemie im März 2020 betroffen sind. Hier gestatten Sie mir eine ganz kurze Einführung, da jetzt wir ja in einem sehr schnellen Verfahren die Vorlage erstellt haben, sie Ihnen zur Diskussion gestellt haben und auch nach Vorbereitung im Ältestenrat dann noch die eine oder andere Anregung gekommen sind, haben wir versucht, das, was auch an klugen Anregungen kam, noch in die Satzung einzuarbeiten. Und deswegen gestatten Sie mir vorneweg eine kurze Bemerkung dazu, was auch Ihren Widerhall in der Vorlage gebracht hat. Und das ist Ihnen vorgelegt als neuer Ersetzungsantrag von mir selbst, der dann auch Abstimmungsgrundlage für die dann Beschlussfassung wäre. Und dieser neue Ersetzungsantrag ist vom heutigen Tag eben zur Vorlage, wo in der Anlage 1 in die Richtlinie Soforthilfe Corona-Pandemie befindet, enthält Korrekturen vor allem redaktioneller Art. Weiterhin haben wir diverse Hinweise und Änderungswünsche im Vorfeld zur heutigen Stadtratssitzung erhalten, welche zum Teil bereits in die zur Beschlussfassung stehende Richtlinie eingearbeitet worden sind. Die dazugehörige Synopse wurde für die bessere Nachvollziehbarkeit entsprechend aktualisiert. Gefolgt wurden einige Anregungen, beginnend jetzt mal mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zum Beispiel mit der expliziten Benennung der künstlerischen Tätigen im Kreis der Anspruchsberechtigten, ebenso wie die Klarstellung, dass der Sitz bzw. die Niederlassung der Selbstständigen bzw. Freiberuflichen in der Landeshauptstadt Dresden liegen, nicht aber deren Wirkungskreis auf das Stadtgebiet beschränkt sein muss. Dem Antrag der Freien Wähler lagen eher gestalterische Anregungen zugrunde, welchen wir mit unserem überarbeiteten Antragsformular glauben, nachgekommen zu sein. Also das nochmal betonen, das Antragsformular ist jetzt nicht Gegenstand der Beschlussfassung. Und so, wie ich auch gehört habe, ist da von dem, was wir an Änderungen jetzt vornehmen, noch eine Kleinigkeit, auch eine kleine, aber nicht Unwesentlichkeit, jetzt im Internet in der derzeitigen Fassung noch zu korrigieren. Das wird gleich im Anschluss nach der Beschlussfassung gemacht, dass Sie also nicht, ich sage es mal ein bisschen salopp, bankrott sein müssen und nur dann kriegen Sie die 1.000 Euro, sondern wenn Sie eben wirklich einen Schaden haben, der mindestens in der Höhe der 1.000 Euro Soforthilfe ist, haben Sie eine Anspruchsberechtigung. Das wird entsprechend im Formular danach gerade gestellt. Und auf der Link auf unserer Homepage direkt zum Antrag wird einfach und logisch durch ein Menü geführt und erhält schließlich einen Antrag im PDF-Format, den druckt man dann aus, unterschreibt, kann ihn uns per Fax schicken, man kann ihn per Post schicken oder in die Briefkästen am WDC bzw. am Rathaus einwerfen. Wenn Sie dann die Beschlussfassung vornehmen, würden wir unmittelbar in die Umsetzung gehen, die Bekanntmachung und dann morgen auch mit der Antragsbearbeitung starten. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen angewiesen und gebeten, dass wir das Wochenende auch die Antragsbearbeitung durchziehen, sodass die betroffenen Unternehmen jetzt nicht lange warten müssen, sondern wir wirklich im Schnellverfahren auch da als Verwaltung tätig werden. Die Anregung der SPD-Fraktion und auch weiterer freie Träger in den Kreis der Zuwendungsempfänger aufzunehmen, kann ich aber nicht folgen. Den Ergänzungsantrag halte ich in dieser Form, also nicht vom Inhalt her, sondern der Form für unzulässig und rechtswidrig, weil er den Verhandlungsgegenstand, den wir geladen haben, nicht trifft, sondern eine weitere Thematik hier einbringt. Und es ist auch nicht möglich, ohne Rechtsgrundlage die Förderung der freien Träger unbürokratisch fortzuführen oder Abschlagszahlen für derzeit nicht durchzuführende Projekte zu leisten.
Hier würde wir etwas wahrscheinlich Rechtswidriges beschließen. Deswegen habe ich in unserer täglichen Sitzung heute federführende Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht beauftragt, eine geschäftsbereichsübergreifende Vorlage zu erarbeiten, die unter Berücksichtigung der zu erwartenden auch Landes- und Bundesregelung dem Ansinnen Ihres Ersetzungsantrages rechtssicher Rechnung trägt. Diese Vorlage soll jetzt zügig erarbeitet werden. Wir würden am Montag im Ältestenrat dann Sie informieren, wie wir den Verfahrensgang machen. Sofern es möglich ist, aufgrund auch der besonderen Rechtsstellung, würden wir empfehlen, in dem Jugendhilfeausschuss auch vorzuberaten. Wie bereits ausgeführt, zielt die Richtlinie, auch das soll vielleicht nochmal angemerkt werden, ausdrücklich auf im Haupterwerb Tätige ab, welche mit Wegfallen der alleinigen Erwerbsgrundlage in eine Notlage geraten. Dies trifft auf Studenten, welche beispielsweise auf BAföG oder einen Unterhaltsanspruch der Eltern zählen können oder im Nebenerwerbstätige, die einen auskömmlichen Haupterwerb haben, nicht zu. Das will ich nochmal betonen. Dem weiteren Wunsch der Piraten, neben dem postalischen Antragstellung eine weitere Möglichkeit zur Antragstellung einzuräumen, wird dadurch Rechnung getragen, und das haben wir auch aufgenommen, dass Anträge auch per Fax gestellt werden können. Aber darüber hinaus ist es rechtlich nie zulässig. Deswegen kann jetzt kein Online-Antragsverfahren nur elektronisch zulassen. Das würde dann zu weit gehen. Soweit vielleicht nochmal zur Einführung. Auch die Änderung, die wir Ihnen im Ersetzungsantrag übermittelt haben und deren Einarbeitung. Damit darf ich fragen, wird das Wort zur Vorlage gewünscht? Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream. Es geht hier um Selbstständige und es ist wahr, die Vorlage kam sehr schnell, sehr spontan und sie wurde auch sehr flexibel, sehr dynamisch immer weiter angepasst. Aber gerade was Herr Oberbürgermeister gesagt hat, Studenten hätten keinen Anspruch drauf, das stimmt so nicht, weil es gibt einige Studenten, die halt ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie selbstständig sind. Und zum Beispiel denken wir an die Gastronomie oder Messebau oder IT, das sind gar nicht so wenige. Und ich kenne einen Fall, da ist die Freundin jetzt schwanger, die neue Miete, also die neue Wohnung ist bezogen, die Eltern haben kein Geld und er verdient sein Geld. So, und jetzt hat er von heute auf morgen kein Geld mehr. Und morgen, und jetzt bald ist der 1. April. Warum? Es kann uns doch kein Zacken aus der Krone fallen, wenn Selbstständige arbeiten und studieren, dass die dann auch hier Anspruch auf diese Hilfe haben. Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich sein soll. Und dann zum Beispiel für Studenten müssen wir uns ja mal die Konsequenzen vorstellen. Ein Student kriegt kein Arbeitslosengeld. Ein Student kriegt aber auch kein Hartz IV. So. Im Endeffekt müsste man sich exmatrikulieren, um nicht zu verhungern oder um nicht dann aus der Wohnung zu fliegen. So, und von daher denke ich mal, sollten wir hier auf jeden Fall das ändern. Und deswegen habe ich einen Änderungsantrag jetzt hier formuliert, dass wir in Punkt 3 von der Förderrichtlinie in B und C das Wort hauptamtlich in der Klammer streichen und in C ergänzen, das sind die Freiberufler, die mit ihrer Selbstständigkeit wesentlich zu ihrem eigenen Lebensunterhalt beitragen. Weil ob ich jetzt hauptberuflich bin oder nicht, wenn das Geld mir wegbricht und ich dann damit nicht mehr genug zum Leben habe, dann muss man helfen. So, das ist mein Antrag. Ich habe ihn eingereicht. Ich lege ihn jetzt da hinten. Ich danke Ihnen. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen hier über ein 5-Millionen-Programm, das wir vorher in den Ausschüssen nicht beraten können. Deshalb
nehme ich mir auch die Freiheit, das auch in dieser, unter diesen besonderen Bedingungen unserer heutigen Sitzung doch mal drei Sätze dazu zu sagen. Erst einmal und mich in dem Zusammenhang auch, weil ich schon wieder ein bisschen Polemik gerade gehört habe, stark zu machen für den Antrag, der gerade von Herrn Schulte-Wissermann eingereicht wurde, der auch Anregungen unserer Fraktion beinhalten. Ich sage es mal ganz deutlich, als der Herr Oberbürgermeister die erste Vorlage gemacht hatte, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass hier selbstständigen Kleinunternehmern so schnell und unbürokratisch geholfen werden muss. Damals, und das rufe ich in Erinnerung, gab es kein Programm des Bundes und es gab kein Programm des Landes. In der Zwischenzeit hat der Bund und das Land eigene Programme aufgelegt. Der gleiche Personenkreis, der jetzt bei uns begünstigt ist, bekommt auf der Bundesebene 9.000 Euro Zuschuss oder 15.000, je nach Anzahl der Beschäftigten. Auf der Landesebene sind Kredite bis zu 50.000 zinsfrei auf 10 Jahre möglich. Nun muss man sich natürlich fragen, wenn man eine kommunale Förderung macht, und das ist jetzt additiv, das ist auch gut so, dass wir auch mit unter die Arme greifen, muss man sich aber die Frage stellen, auch streng nach dem Subsidiaritätsprinzip, gibt es denn hier in unserer Kommune selbstständige Freiberufler, die von dieser Förderung, von dieser Unterstützung nicht betroffen sind und die mindestens genauso stark betroffen sind. Und da hat Herr Schulte-Wissermann diejenigen, die ihr Studium finanzieren durch eine selbstständige Tätigkeit, viele von denen übrigens können eben nicht unterstützt werden, können eben kein BAföG beantragen, als eine Gruppe genannt. Und ich möchte explizit aber auch ganz viele in Dresden künstlerisch Tätige hier anführen. Und da denke ich, dass der Grundsatz, dass man überwiegend sein Einkommen durch selbstständige Tätigkeit verdient haben muss, um berechtigt zu sein, dieses Geld zu bekommen, absolut richtig ist und nicht im Grunde genommen eine Bevorzugung. Und das wäre genau die Lücke, die wir hier in Dresden hätten und die wir mit diesem Zusatz von Hauptamtlichkeit abzusehen und darauf abzustellen, dass man überwiegend sein Einkommen mit der Selbstständigkeit verdient habe, die könnten wir dadurch schließen. Und deshalb bitte ich Sie ganz herzlich, diesen Änderungsantrag zu unterstützen. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst einen Änderungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann vorliegen. Der streichen in den Punkten 3b und c des Themas hauptberuflich und ergänzen hinter c, die mit ihrer Selbstständigkeit wesentlich zum eigenen Lebensunterhalt beitragen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Fünfzehn Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, wird damit abgelehnt. Und damit kommen wir über den heute hier so vorgelegten Ersetzungsantrag in der unveränderten Fassung zur finalen Abstimmung. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, bei zwei Stimmenthaltungen und 42 Ja-Stimmen hätte das so eine Mehrheit gefunden und wäre beschlossen. Damit wären wir erstmal durch die Tagesordnungspunkt öffentlich durch. Ich bitte die Nichtöffentlichkeit herzustellen.